auch schon zur Landtagswahl, bin ich gerade am Plakatieren. Hinter mir liegen noch ein paar Plakate und ich bin gerade wieder mal in Gettorf und werde jetzt gleich eine kurze Pause vom Plakatieren machen und im Amt meine Stimme abgeben. Und zwar kann man das vorzeitig machen, wenn man seine Wahlbenachrichtigung bekommen hat oder einfach mit seinem Personalausweis ins Rathaus gehen und dort vorzeitig den nächsten Deutschen Bundestag wählen, wenn man zum Beispiel am 24. September schon irgendwas geplant hat und da keine Zeit mehr hat. Denkt neu, macht ein bisschen Fortschritt mit, so wie die Julis, so wie die FDP und wählt am 24. September oder schon jetzt die Freien Demokraten.